Und weiter geht sie, die Tour der Leiden. 12. Etappe der Tour de France von Narbonne nach Toulouse, über 162 Kilometer. Wahrscheinlich wieder eine Angelegenheit für die Sprinter. Ihr kennt die Namen, ihr kennt die Werte, es sind die typischen Verdächtigen. Drum gehen wir gleich ins Rennen. So, da sind wir also. 12. Etappe, wie gesagt, ein Berg der 3. Kategorie. Steht den Fahrern hier heute im Weg, sollte also keinerlei größere Auswirkungen haben. Es gibt die erste Attacke. Matthias Kessler aus der Telekom-Mannschaft greift hier also an. Didier Roux auch heute wieder ein Teil der Ausreißergruppe, genauso wie Tauler und Astaloa. Die waren alle gestern in der letzten Etappe schon dabei. Auch Petitio kennen wir, auch der war mit dabei. Und Cadel Evans ist mit in der Ausreißergruppe, 21. in der Gesamtwertung mit 14 Minuten 28 Rückstand. Also das wird die Gruppe mit Sicherheit ein wenig bremsen, denn, also was heißt bremsen, aber es wird auf jeden Fall die Gruppe interessanter machen. Für die Mannen hinten im Feld, die ein Interesse an der Gesamtwertung haben, denn einen Cadel Evans, auch wenn er jetzt kein Kapitän ist vom Team Telekom, aber man möchte ihn natürlich nicht unnötig herankommen lassen. Ich denke, das versteht sich von alleine. Die Gruppe ist jetzt vorne. 11 Fahrer sind es an der Spitze und damit sollte auch die Punktewertung so gut, ja, aber nur so gut wie uninteressant werden für die Sprinter. Denn die kriegen nur noch maximal 4 Punkte, wenn sie die Sprintwertung gewinnen, aus dem Feld heraus. Also relativ uninteressant heute für die Mannen, die sich um das grüne Trikot kloppen. Da gibt es dann doch nicht so viel zu holen heute. Bergwertungstechnisch, schauen wir auch mal, 3. Kategorie heißt, es gibt 2 Punkte heute. Das heißt, Didier Roux könnte tatsächlich die 2 Punkte, die er gestern verbaselt hat, heute nachholen. Mal schauen, ob er dies tun wird. Ärgerlich bleibt es natürlich trotzdem. Wenn er heute die 2 Punkte gewinnt, wird er sich bestimmt denken, ärgerlich, hätte ich gestern die 2 Punkte mitgenommen, wären es jetzt schon 4. Und damit hätte er insgesamt 5 Punkte Vorsprung auf seinen größten Widersacher, auf David Moncoutier aus der Cofidis-Mannschaft. Aber hätte, wäre, wenn. Ich denke mal, er wird keinen Taschenrechner in der Trikottasche haben, den er gleich zücken wird und sich das alles ausrechnen wird. So, Sprintwertung ist von der Gruppe bereits hinter sich gelegt worden. Jetzt gibt es hier den Kampf um die nächsten Plätze. Und ich meine, Robbie McEwen war noch ein Stückchen weiter vorne, sollte das Ding geholt haben aus dem Feld raus. Also erstmal Cadel Evans natürlich, der Sieger. Wie auch immer hier Kessler Vierter werden sollte, das habe ich ganz anders gesehen. Und dann also Jan Kirsipur angeblich Erster in der Sprintwertung. Also das ist alles verbuggt, habe ich das Gefühl. Zweiter Pollock, Dritter McEwen und Vierter aus dem Feld heraus, wie gesagt, Bettini. Ja, keine Ahnung, ob man dem Glauben schenken kann. Am Ende ist die Punkteverteilung da doch wieder anders. Also die Erfahrung haben wir auch schon oft gemacht, dass das, was hier steht, nicht zwangsläufig richtig sein muss und dann im Endeffekt doch die richtigen Ergebnisse ins Klassement eingehen. Also völlige Verwirrung in diesem Spiel, das muss man leider mal so feststellen. Als nächstes gibt es den Côte de Saïssoc. Vermutlich wird das so ausgesprochen. Berg der 3. Kategorie. Sogar eine etwas längere Steigerung diesmal. Und ich gehe eigentlich davon aus, dass wir heute was von Didier Roux sehen werden. Das wäre zumindest meine Erwartungshaltung. Mal schauen, ob dem so ist. Huch, das wollte ich gar nicht. Didier Roux übernimmt wieder die Verantwortung, möchte das Ganze wieder von vorne fahren, aber jetzt kommt Matthias Kessler, greift hier an und jetzt kommt Tauler, der auch schon ein paar Pünktchen gesammelt hat. Es sind aber wirklich nicht mehr als ein paar. Und jetzt Didier Roux kommt da vorne und er müsste sich's geholt haben. Schauen wir mal. Auch hier wieder. Aber er hat 2 Punkte bekommen. Also oben rechts sieht man, er hat 38 Punkte. Davor waren es 36. Also er hat die 2 Punkte bekommen. Dementsprechend Cadel Evans hinter ihm. Keine Ahnung, warum das immer falsch angezeigt wird. Also Didier Roux hat diesmal seinen Mann gestanden sozusagen. Und es gab einen Sturz. Es gab einen heftigen Sturz im Hauptfeld. Einige Fahrer sind zu Fall gekommen. Unter anderem Andy Klöden, 12. in der Gesamtwertung. Wen haben wir hier noch? Van Heeswijk, einer, ja, der Sprinter.
Floyd Landis gestern auch ein paar Sekunden verloren. Bobby Julik, Acevedo gestern auch ein paar Punkte verloren. Dann González de Galdeano, auch, habe ich gerade Punkte gesagt, ein paar Sekunden natürlich. González de Galdeano auch gestern einige Sekunden eingebüßt bei der Flachetappe, wo man es ja eigentlich nicht sollte. Auch Carlos Sastre hier abgehängt. Aber der ist ja, glaube ich, was die Gesamtwertung angeht, schon Kummer gewohnt. Und hier hinten Savoldelli, auch der ist gestern ein paar Punkte nach hinten gerutscht. Ein paar Plätze, meine Güte, was ist denn los? Ich laber hier nur Müll. Ja, also keine tragischen Abgehängten hier. Aber ich denke mal, sie haben ja auch noch genug Zeit, um wieder ins Ziel, ins Feld zu kommen. Für Celestino stimmt das nicht. Der Italiener von Saeco hat das Rennen soeben aufgegeben. Ich hoffe, er hat sich nicht schlimmer irgendwie verletzt. Und ein Fahrer hier aus der Gruppe ist zurückgefallen. Das ist Claire oder Klein aus der Cofidis-Mannschaft. Der wird jetzt also gleich vom Feld gestellt. Damit also einer weniger in der Spitzengruppe. Heißt natürlich auch, in der nächsten Sprintwertung gibt es für die Top-Sprinter dann direkt mal 5 Punkte zu holen. Das ist natürlich eine kleine Situationsveränderung. Aber wirklich nur eine kleine. Wollen wir mal nicht überdramatisieren. Hier oben nochmal die Übersicht über die Gesamtwertung. Ganz hilfreich, falls die letzte Folge schon ein bisschen in Vergessenheit geraten ist. Und auch hier die Dominanz in der Teamwertung vom Ibanesto-Team. 3 Fahrer unter den ersten 3. Und deutlich Vorsprung auf Samuel Sanchez und Damiano Cunego. Cunego scheinbar auch momentan in einer der hinteren Gruppen. Denn er wird hier als 5. gelistet in der virtuellen Nachwuchswertung und eigentlich ist er im Stand vor der Etappe zumindest noch 4. gewesen. So, jetzt gibt es gleich die nächste Sprintwertung und das ist eine interessante, denn es geht hier nochmal ein bisschen bergauf. Also ganz, ganz unangenehm für die Sprinter mit Sicherheit. Petitio holt sie sich. Hier in der Gruppe wird sie allerdings auch wirklich völlig ohne Ambition genommen. Und jetzt gucken wir mal, wer holt sich die Punkte. Paolo Bettini kommt jetzt nach vorne geschossen. Der kennt sich natürlich gut aus mit solchen Anstiegen und er müsste sich es auch geholt haben. Also Bettini vor Pollack und Cook, würde ich sagen. Wir schauen mal nach. Bettini, Cook, Pollack, Kiesipu und Plankert. Naja, okay. Schauen wir mal, wie sich das dann, wie gesagt, in Punkten auswirkt. Da haben wir jetzt schon so unsere Erfahrung gemacht. 2 Minuten 37 hat die Gruppe Vorsprung. Können wir mal ganz kurz den hier machen. Machen wir mal Echtzeit und machen mal Stopp. 2:27 Vorsprung, 20 Kilometer Marke ist jetzt ungefähr passiert. Jetzt warten wir mal auf das Hauptfeld, wann das wohl kommen wird. Und da haben wir sie mit Cedric Vasseur an der Spitze, mit Lance Armstrong, Jan Ulrich und wie sie alle heißen. So, dann haben wir die nächste Gruppe, 36 Fahrer groß, mit Dennis Menschow, wenn ich das richtig gesehen habe. Also der Träger des weißen Trikots, hier auch in Bedrängnis. Jetzt kommen hier nochmal 5 weitere Fahrer, Bradley Wiggins ist da mit dabei. Dann kommt Christophe Lemuvel aus der Mannschaft Crédit Agricole. Da ist er. Und dahinter dann Quenza, und Sebastian Chavanel. Auf die warten wir jetzt allerdings nicht. Ja, also hier Cunego ist mit dabei. Und ich, wie gesagt, ich meine auch Dennis Menschow. Ja, hier ist er. Dennis Menschow auch hier abgehängt in der hinteren Gruppe. Aber sie versuchen wirklich alles, um da vorne nochmal reinzukommen in das Hauptfeld. Moreni und Didier Roux haben sich jetzt so ein bisschen abgesetzt, kommen aber natürlich nicht weg. Bei dieser Riesengruppe 10 Kilometer noch bis ins Ziel, über 2 Minuten der Vorsprung. Er wird nicht wirklich kleiner. Also die Gruppe hat tatsächlich eine Chance durchzukommen. Und das weiß auch Igor Astaloa. Und deshalb greift er jetzt an, versucht das Ding im Solo zu holen. 7 Kilometer hat er noch zu fahren. Und die wird er jetzt alleine ins Ziel bringen. Oh, das wird schwierig. Igor Astaloa ist ein guter Rennfahrer, brauchen wir nicht drüber reden. Es gibt jetzt auch noch eine kleine Steigung, die kommt ihm entgegen. Denn das kann er richtig gut. Kleine Hügel fahren, da ist er gut drin. Aber trotzdem verliert er Sekunde um Sekunde. Die Gruppe kommt näher ran, zumindest optisch. Petitio macht richtig Dampf. Aber noch ist Astaloa vorne.
Noch ist Igor Astaloa vorne. Und er hat jetzt nicht mehr viele Kilometer. 2 Kilometer sind es noch. Aber jetzt scheint er zu schwächeln. Und Petitio macht immer noch Tempo. Zieht jetzt den Sprint an. Hängt hier einfach mal Michael Rich und all die anderen ab. Und jetzt ist Petitio am Hinterrad von Astaloa. Wer wird sich den Sieg hier krallen? Jetzt kommt der Rest der Gruppe doch nochmal. Aber Astaloa schafft's. Astaloa schafft's aber auf den allerletzten Drücker. Igor Astaloa gewinnt die Etappe. Und jetzt geht's hier hinten nochmal um die Punkte. Paolo Bettini eröffnet als erster Sprinter den Schlussspurt. Und dann kommt Weinsteins. Pollack natürlich geht hier noch ein bisschen die Luft aus. Wird hier ein paar Pünktchen liegen lassen. 17. Platz am Ende für das grüne Trikot. Und das hier ist also die Gruppe mit dem gelben Trikot. Jetzt schauen wir mal, hat Dennis Menschow und Co. haben die es geschafft, hier reinzufinden? Na, ich glaube, es wird als gleiche Zeit gewertet. Auch Kunego, no, da weiß ich gar nicht, wo ist der? Kunego habe ich jetzt zumindest nicht gelesen, aber sollte da mit dabei gewesen sein, vermute ich mal. Der sollte da mit dabei gewesen sein. Also wird es auch in Sachen Nachwuchswertung jetzt keine größeren Änderungen geben. Und die Frage bleibt, ob Chavanel es in der Schlusszeit, also in der Karenzzeit reinschafft. Aber auch das sollte eigentlich kein Problem sein. Aber er hat Probleme, Sebastian Chavanel. Das merkt man doch deutlich. Und wenn er heute die Karenzzeit schafft, das tut er, hier haben wir die Bestätigung, dann wird er auf jeden Fall in den nächsten Bergetappen richtig Probleme bekommen. Das muss man sagen. Jo, damit Glückwunsch an den Spanier Igor Astaloa aus der Saeco-Mannschaft. Auch der erste Etappensieg für diese Mannschaft und auch der erste spanische Etappensieg. Krass. Wilfried Kreskens war Zweiter, Gerd van Bond Dritter, dann Petitio, Roux, Kessler, Moreni, Evans, Tauler und Rich. In der Gesamtwertung, ja, alles beim Alten, alles gechillt. Flache Etappe, Lance Armstrong tut seinen Job, behält das gelbe Trikot, lässt Vinokurov, Leipheimer nicht aus den Augen und der Einzige, der sich vielleicht ein bisschen verbessert hat, ist Cadel Evans. Der könnte ein paar Minuten gut gemacht haben und damit vielleicht einen Platz oder zwei. Aber alles nicht der Rede wert. Didier Roux baut seinen Vorsprung in der Bergwertung aus, hat jetzt 38 Punkte. Zweiter ist David Moncontier mit 35 und nach wie vor Juan Miguel Mercado auf Rang 3 mit 24. Aber auch hier ist das letzte Wort noch längst nicht gesprochen. Dann haben wir die Punktewertung. Dort führt nach wie vor Olaf Pollack mit 268 Punkten. Damit hat er einen Vorsprung von 12 auf Robbie McEwen. Bettini 228. Dann Kirsipo und Cook. Die verabschieden sich so langsam aus dem Bereich derer, die wirklich Chancen haben. In der Nachwuchswertung führt weiterhin Dennis Menschow vor Mercado und Carpets. Dann Kunego und Sanchez. Kessler jetzt Sechster, ich glaube, es war davon nicht, aber da bin ich mir jetzt auch nicht so ganz sicher. Denn der Teamwertung führt weiterhin das Team Telekom vor Onze und Ibanesto.com. So sieht's aus. Also Glückwunsch an Igor Astaloa, der den Sieg hier holt bei der 12. Etappe. Und wir schauen mal gerade, wo haben wir Cadel Evans? Ja, 19. ist er jetzt. Ich weiß nicht, ob er damit was gut gemacht hat, ehrlich gesagt. Ja, doch hat er. 1,54 hat er aufgeholt mindestens. 1,54, wenn wir die draufrechnen, hat er so circa bei 14 Minuten gelegen. 14,5 Minuten. Also er könnte an Acevedo auf jeden Fall vorbeigezogen sein. Vielleicht auch an Heimer Subeldia. Also für ihn ein ganz guter Tag. Hat ein paar Plätze gut gemacht, aber nicht der Rede wert. Denn er ist ja auch nur Platz. Ach, Santiago Botero gibt es ja auch noch. Also Platz 5 von Team Telekom. Das muss man ganz ehrlich so sagen. Von daher kein großes Ding. Als nächstes dann ein Einzelzeitfahren über fast 50 Kilometer. Das könnte sehr interessant werden. Und das werden wir uns natürlich anschauen. In der nächsten Folge hier vom Pro Cycling Manager. Also macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.